Vor der Küste der Bahamas ist ein junges Zitronenhai-Weibchen auf der Flucht vor einem unerwarteten Räuber, einem erwachsenen Hai ihrer eigenen Art. Die Hälfte ihrer 17 Geschwister wurde bereits von der älteren Generation gefressen und auch sie scheint dasselbe Schicksal zu ereilen. Doch gerade als der alte Hai ihr nahe kommt, kann sie sich in ein Dickicht aus Unterwasserwurzeln retten. Geborgen im Schutz des Mangrovenwaldes. Wälder kommen einem normalerweise nicht als Lebensraum für Haie in den Sinn. Meereswälder bedecken jedoch etwa 4,2 Millionen Quadratkilometer des Planeten und bieten Nahrung und Schutz für 35% der Haie der Welt. Tödliche Tigerhaie tarnen sich in Seegraswiesen, um auf Seekühe und Meeresschildkröten zu lauern. Weiße Haie jagen Robben in Seetangwäldern, die bis zu 65 Meter hoch werden. Und Zitronenhaie durchstreifen Wälder aus Mangroven, die einzigen Bäume der Erde, die im Meer wachsen. All diese Ökosysteme haben ihre Eigenheiten, aber Mangroven sind vielleicht das Außergewöhnlichste von allen. Mangroven beherbergen Leben sowohl zwischen ihren Wurzeln als auch in ihren Kronen und fungieren als wichtiges Bindeglied zwischen Land und Meer. Um im Zwischenraum dieser Welten zu überleben, haben alle Mangrovenarten diverse Eigenschaften entwickelt, die sie und die dort lebenden Haie schützen. Es ist äußerst schwierig, im schlickigen Boden der Ufergebiete Wurzeln zu schlagen. Deshalb keimen Mangrovensetzlinge an der Mutterpflanze. Sobald sie groß genug sind, um aus eigener Kraft zu überleben, treiben die teilweise entwickelten Pflanzen mit der Strömung fort. Die meisten schlagen in der Nähe Wurzeln, aber manche sind Monate unterwegs, bis sie in einem anderen Teil der Welt landen. Beim Niederlassen bilden Mangroven hohe, dünne Stelzwurzeln, krückenartige Stützwurzeln oder gewellte Brettwurzeln aus, um sich im schlammigen Boden abzustützen. Nun haben sie mit zwei weiteren Problemen zu kämpfen. Das Meerwasser enthält viel dehydrierendes und potenziell giftiges Salz und der Schlamm wenig bis keinen Sauerstoff. Beides wäre für die meisten Baumarten tödlich, doch Mangroven machen das Beste aus ihrer sumpfigen Umgebung. Die Wurzeln der Mangroven befinden sich größtenteils oberhalb des Bodens. So können deren mikroskopisch kleine Poren bei Ebbe Sauerstoff aufnehmen, während sie sich bei Flut schließen und die Wurzel so versiegeln. Viele Mangroven bilden zudem Atemwurzeln aus, die über denselben Mechanismus Sauerstoff aufnehmen, oder sie produzieren ihn direkt durch Photosynthese. Um das Eindringen von Salz zu verhindern, haben manche Mangrovenarten unglaublich feine Filter in ihren Wurzeln. Andere konzentrieren das Salz in speziellen Zellkompartimenten, in ihrer Rinde oder in absterbenden Blättern, die dann abfallen. Einige Arten können überschüssige Mineralien sogar über speziell angepasste Salzdrüsen ausscheiden. All diese Prozesse machen die Mangroven ziemlich salzig, aber das hält die Küstenbewohner nicht davon ab, in ihren Windungen und Spalten zu leben. Oben nisten Vögel, unten legen Fische ihre Eier zwischen den wild wuchernden Wurzeln ab. Symbiotische Schwämme und Seescheiden schützen ihre Wirtsbäume vor hungrigen, holzfressenden Krebstieren. Krebse, Schnecken und Garnelen ernähren sich von Algen, Muscheln, Seepocken und salzigen Mangrovenüberresten. Diese wiederum ernähren Fische, die jungen Haien im Wurzelwerk als Nahrung dienen. Gelegentlich nehmen diese jedoch auch vegetarische Kost aus Seegras zu sich. Aber Haie sind nicht nur Nutznießer der Meereswälder, sie sind auch Teil des Klebstoffs, der diese zusammenhält. Haie reduzieren die Anzahl der Tiere, die diese nützlichen Pflanzen sonst übermäßig abfressen würden. So wie Meereswälder gefährdeten Raubtierbabys Schutz bieten, schützen diese dann als Erwachsene ihren Lebensraum. Leider sind beide Seiten dieses empfindlichen Gleichgewichts bedroht. Überfischung hat die Haipopulationen weltweit dezimiert. Viele Meereswälder werden verschmutzt oder zur Erschließung von Küstengebieten abgeholzt. Diese Zerstörung ist besonders gefährlich, da die Meereswälder eines der wichtigsten Ökosysteme für die Eindämmung des Klimawandels sind. Mangroven und Seegräser nehmen Kohlenstoff mit ihren Wurzeln auf und schnell wachsender Seetang transportiert Kohlenstoff in die Tiefsee.
Meereswälder binden jedes Jahr etwa 310 Millionen Tonnen Kohlenstoff. Das sind 3% der jährlichen Kohlenstoffemissionen weltweit. Wie die Haie, die darin leben, müssen also auch die Menschen für den Schutz dieser wichtigen Ökosysteme kämpfen. Du findest, Haie sind zäh und robust? Dann sieh dir erstmal das Bärtierchen an. Dieses winzige Lebewesen ist so widerstandsfähig, dass es jahrzehntelang ohne Wasser überleben kann. In diesem Video erfährst du mehr darüber. Oder entdecke in diesem Video die vielfältigen Ökosysteme unseres Planeten und erfahre, was sie gedeihen lässt.